Herzlich willkommen beim Stempelpalast. Jetzt ist es soweit, jetzt gibt's die Auslosung. Ich habe, damit hier keiner ausfällt, ganz viele Lose geschrieben. Von YouTube, von Blogger, von Facebook. Die Farben haben übrigens nichts zu sagen. Ich habe einfach nur so einen bunten Zettelkarton genommen, damit es ein bisschen nett aussieht. Und misch jetzt schon mal eine Runde. Und dann wollen wir ja auch schnell auslosen. Nicht abhauen hier. Schön da bleiben. So, als erstes Platz 6. Platz 6 war Nachfülltinte in Savanne. Nachfülltinte in Savanne geht an Schwupp. S. Biebermaus. Die hat auf meinen Blog geschrieben. So, dann haben wir Platz 5. Platz 5 Washi Tape. So, tief reingreifen. Und dann nehmen wir diesen hier. Das ist Platz 5. Platz 5 hat mir einen Kommentar auf YouTube hinterlassen. Und das ist Zanchia. Heißt das so? Ich hoffe, es heißt so. Herzlichen Glückwunsch an dich. Für dich gibt es Washi-Tape. Dann haben wir Platz 4. Platz 4 hat eine 1 Zoll Kreisstanze. Spannung, Spannung. Hauptsache, du kannst das überhaupt hören bei der ganzen Mischerei hier. Platz 4 hat mir auch einen YouTube-Kommentar hinterlassen. Das ist Nadja Kulas. Einen herzlichen Glückwunsch an dich. Dann haben wir Platz 3. Platz 3 gab es Cardstock. Aus dem Hause Baby Glück. Da nehmen wir mal so einen. Na. Da geht's auch. So, das ist Annette Schalles. Hoffe, ich spreche es richtig aus. Hat mir einen YouTube-Kommentar hinterlassen. Für dich gibt es das Farbkartonset. Dann kommen wir zu Platz 2. Platz 2, ein Stempelset. Wunderbare Wintergröße. Das ist ja auch hübsch. Da muss ich noch mal gucken. Es gibt bei Facebook eine Annette Schall. Ob das dieselbe ist, das kriege ich raus. Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch an dich. Und dann gibt es Platz 1. Stempelset Heilige Nacht. Ich hatte schon gesagt, ne? Alle von mir selber gekauft, ausgesucht. Nein, nicht alle selber ausgesucht. Das hattet ihr, glaube ich, mittlerweile alle mitgekriegt, dass das Stempelset, was den ersten Platz, also Heilige Nacht, das hat Anja ausgesucht. Die hat ja mir einen Adventskalender zusammengestellt aus dem Hause Stamping Up, den ich bei ihr gekauft habe. Und sie hat dieses Set ausgesucht. Und normalerweise ist es in ihrem Adventskalender so, dass man sich eins von drei Sets aussucht. Also man könnte sich drei Sets als Wunsch aufschreiben und eins davon wäre es geworden. Ich habe zu ihr gesagt, ist mir völlig egal, weil es geht in diese Verlosung. Und Anja hat daraufhin das Set ausgesucht, Heilige Nacht, aber ich habe es bezahlt. Also es ist nicht gesponsert, weder von Facebook, noch von Blogger, noch von YouTube, noch von Kunden, Lieferanten, Sponsoren oder sonst. Ich habe überhaupt keine Sponsoren, aber gut. Also habe ich bezahlt, habe ich gekauft.
nur, dass du Bescheid weißt. Ne? So, Platz 1. Jetzt haben wir genug Spannung hier. Jetzt machen wir ja hier Platz 1. Dann nehmen wir mal diesen hier. Und Platz 1 ist Robinson. Sun hat mir einen Kommentar auf dem Blog hinterlassen. So, das sind die 6 Gewinner. Vielleicht sind es auch nur 5. Das kriege ich raus, wie gesagt. Herzlichen Glückwunsch an euch. Ihr habt jetzt, also ich werde das Video jetzt sofort schneiden, dann gleich hochladen. Wir haben es jetzt, ich glaube, 12:30 oder sowas, Dienstag. Und ihr habt bis 0 Uhr Mittwochnacht, also die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, dann Zeit, mir eure Adresse zur Verfügung zu stellen. Und ich flitze als erstes Donnerstagmorgen zum Briefkasten bzw. zur Post, damit das noch wegkommt. Und dann hoffen wir mal, dass es euch auch vor Weihnachten noch erreicht. Ja, ich sage herzlich Dankeschön für die vielen Kommentare. Ich weiß, was jetzt mein Job ist, nämlich Verpackungen basteln. Ganz tolle, viele Kommentare mit Wünschen, die mich erreicht haben. Es gibt auch einen Wunsch, den ich definitiv nicht erfüllen kann, da ich nicht mit Action-Produkten bastle, sondern eine Stamping-Up-Demonstratorin bin, kann ich auch keine Action-Produkte hier vorstellen. Aber du kannst herzlich gerne immer auch Action-Design-Papier, Action-Washi-Tape, Action-Papier, Klebe oder sonst irgendetwas benutzen, wo ich Stamping-Up-Produkte benutze. Das steht dir natürlich selbstverständlich frei. Aber ich werde hier nicht mit Action-Produkten arbeiten, weil ich eine Stamping-Up-Demonstratorin bin und meine Stamping-Up-Produkte gerne auch verkaufen möchte. So, das hätten wir schon mal geklärt. Ich mache nächstes Jahr für euch Videos zu Verpackungen, Videos zu außergewöhnlichen Verpackungen. Und es hat sich jemand gewünscht, Videos zu Stempelsets. Da habe ich schon so ein bisschen eine Idee im Kopf, das muss noch ein bisschen reifen. Aber ich denke, es gibt so, ja, so eine monatliche Challenge, wo ich dann verschiedene Dinge mit dem Stempelset zeigen werde. Ich weiß noch nicht genau, in welcher Form, weil ich euch ja nicht ständig mit irgendwelchen Videos zuballern kann und wir ja im Endeffekt sonntags unseren Technik-Blog immer noch haben. Aber ich werde auf jeden Fall eure Kommentare nehmen und damit weiterarbeiten und werde das in der einen oder anderen Form auf jeden Fall umsetzen. Versprochen. Ich sage vielen Dank und ja, einen schönen Abend, den Gewinnern einen herzlichen Glückwunsch und erstmal alles Liebe. Bis bald!